Spoiler Alarm. Oh. Der Feuerball von der Seite. Ja, es ist echt heftig, der Boss. Muss man halt auch echt einfach sagen. Oh, come on, Junge! It's pretty sad. Er ist an seinem tiefsten Punkt hier. Hey, die Rüstung gibt uns rote Augen, oder was? Ja, sick. Ja, kann ich auch wieder nicht angreifen. Weil da der Dicke wieder steht. Ey, ganz im Ernst, das ist einfach ein scheiß Boss-Design. Das ist nicht cool. Ja, das ist natürlich mies, Alter, wenn du hier weg... Und er wirft hier von der Seite zum Feuerball rein. Und während er so dieses... Leute, es ist einfach nur... dieser Boss ist einfach nur... Das ist einfach nicht cool, Mann. Das ist einfach kein geiles Boss-Design. Mal ganz im Ernst, FromSoft. Ihr habt schon übertrieben mit Ornstein und Smough, aber das hier ist einfach nicht mehr normal, Alter. Das ist einfach nicht mehr normal, ey. Leben wir auch haben. What the fuck? Okay, endlich spürt man mal, dass wir so viel Verteidigungswerte haben. Endlich hat sich's mal gelohnt, Mann. Er will uns die ganze Zeit kontern. Aber das Timing ist echt hart bei der Waffe. Tot. Das war's. Oh, Francelot, Junge! Du geile Sau, Mann! Oh. 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 Hallöchen! Heute töten wir Marika, hoffe ich. Wir haben jetzt 40 Konditionen. Verbesserte Sprungangriffe, alles gut. Ja, Leute. Final Boss Time heute. Es beginnt. Aventuria, du bist auch dabei. Wäre ja passend. Bei Sekiro warst du auch schon am Start. Ja, wir gucken uns zum Anfang jetzt mal wieder die Sequenz an. Also hier haben wir Marika. Die auf einmal zu Radagon wird. Warum auch immer, wissen wir nicht so wirklich. Vorbereiten. Warum seine Haare hier rot werden, ist noch immer das Rätsel der Rätsel. Hi. Warte. Ja, Hype muss ja jetzt anders gehen, ne? Oh, wir kriegen ganz schön viel Heilung, wenn unsere Sachen bewertet werden.
Sack. Scheiße. Guck mal, wie viel Heiler wir die ganze Zeit kriegen, dadurch, dass unsere Nachrichten bewertet werden. Oh, unser Summon hat es einfach gemacht. What the fuck? Ja. Immer schön gründlich beim Teambacken sein. Konnte man sich ducken? Nee, konnte man nie. Ja, ohne große Umschweife und Erklärungen kommt dann jetzt auch dieses Wesen. Radagan wird ein Schwert. Ja, dafür machst du das dann halt auch, ne? Dafür schmetterst du den Eldring, damit du später das Schwert von einer kosmischen Riesendrachenbestie bist. Libelle. Nachtwandler. So, dann gehen wir erstmal nach Ash Lake. Keinen Schaden bekommen, by the way. Wir haben gar keinen Schaden bekommen. Von irgendeiner Richtung. Wenn er das macht. Guck mal, wir kriegen die ganze Zeit Heilung von den Nachrichten.
killt er unsere Trainer. Oh! Didn't expect that, dude. Sad. Ja, diesmal macht's leider Damage. Oh. Timing verkackt. Timing verkackt. Seriously? Ganz? Komm, neue Phase. Alter, echt letzte Phase. Gott bezwungen. Gott bezwungen. Geil. Okay, wir haben Elden Ring durch. Bis auf einen Mainboss oder so. Yo. We did it. Again. Was ist das jetzt? Das ist jetzt der Rest von Marika. Gespaltene Marika berühren. Rani herbeirufen. Ja. Also ich glaube, wir nehmen Rani, oder? Aventuria, komm. Sollen wir gespaltene Marika berühren oder Rani herbeirufen? Gespaltene Marika berühren ist, glaube ich, das ganz normale Ende. Und Rani berühren ist das, was wir freigespielt haben. Rani! Let's go. The battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear
doubt, and loneliness. As the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. World created by Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin. Wahrscheinlich haben die einfach einen Abend lang zusammen gesoffen. Ah, oh, geil. Okay. Ja. Thoughts on Elden Ring. Ist eine geile Reise. Ist eine richtig geile Reise. Ansonsten geiles Spiel. Geile Story, geile Gegner, geile Bosse. Geile Items. Awesome. Jetzt sind wir quasi Fürst der Sterne, denke ich mal. Sie ist zwar irgendwie die Göttin, aber wir sind immerhin der Konsort. Yay. Ich dachte, sie hat das alles gemacht und sich quasi geopfert und muss sich am Ende dann voll opfern und wir wären der Fürst der Sterne, aber nein, sie wird die Göttin. Und wir, der Konsort. Auf jeden Fall, schönes Spiel. Ja, der Puppenpart ist jetzt weird, ne? Wir sind jetzt auf, für 1000 Jahre, solange das Age of the Moon dauert, of the Dark Moon. Was cool ist. Was uns auch ultra geholfen hat, jetzt, warum wir den auch sofort gekillt haben, wir wurden die ganze Zeit geheilt von meinen Nachrichten, die ich hinterlassen habe. Ich habe so viele hilfreiche Nachrichten hinterlassen, halt wirklich. Ich habe nicht getrollt, ich habe liebe, hilfreiche Nachrichten hinterlassen. Und dann werden wir im Bossfight, wenn wir schön abends um 6 spielen, die ganze Zeit geheilt, Alter, das ist super. Also toll einfach, da fühlt man sich als für seine Hilfe belohnt, ey.